Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Assassin's Creed Origins. Und zwar geht es um den Horde-Modus. Seit Patch 1.10 verfügbar. Ein gratis DLC. Damit könnt ihr in der Arena von Kyrene ja Wellen von Gegnern legen, solange bis ihr keinen Bock mehr habt. Und es gibt dazu auch eine Einführungsquest. Diese Quest müsst ihr nicht machen, wie ihr gleich sehen werdet. Also es ist nicht notwendig, dass ihr die Quest macht, um den Horde-Modus zu spielen. Also ihr könnt auch einfach direkt nach Kyrene hin. Wir werden das hier gleich mal sehen. Wir gucken mal auf der Map. So, hier oben in den grünen Bergen. Hier dieses orange Quest-Symbol. Orange-braun nennen wir es mal. Das ist die neu eingeführte Quest für den Arena-Modus. Aber wir können auch direkt einfach zur Arena hin, nach Kyrene. Und können dann hier, wie ihr seht, direkt den Arena-Horde-Modus auswählen. Also es ist nicht notwendig, dass ihr vorweg die Quest macht. Ich empfehle sie aber zu machen, ganz einfach, weil A, es gibt eine Belohnung und B, es gibt Geld und C, es gibt EP. Und auch das brauchen wir ja alles mit Level 40 immer noch, deswegen lohnt es sich, die Quest zu machen. So wahnsinnig lang ist er nicht. Was auch sehr schön ist an der Arena auf alle Fälle, automatische Gegnerstufe könnt ihr auch hier nutzen. Das bedeutet, dass dann die Gegner automatisch im Level höher sind, bereits in Welle 1. Wenn ich jetzt hier reinkomme in die erste Welle, werden wir sehen, dass die... Ich selber bin hier auch noch nicht 40. Ich glaube, der Charakter hier ist 39 oder 38. Sehen wir gleich nochmal. Sehen wir dann, dass die Gegner in der ersten Welle auch nur Level 32 sind, weil sie von der Gegnerstärke her nicht angepasst sind. Also wenn ihr den Haken nicht drin habt, kriegt ihr die ersten Wellen leichter und es steigert sich auch in, ja, langsamer, sage ich ja. Ah ja, 38, ganz kurz vor der 39 bin ich. Jetzt sehen wir es hier, genau, ich glaube, wenn ich hier rauskomme, dann bin ich 39. So, da kommen die ersten Gegner gelaufen und ihr seht es, Level 32. Weil ich halt die automatische Anpassung der Gegnerstufe nicht anhabe. Da könnt ihr dann also auch erstmal einfach ein paar, ja, leichtere Runden in der Arena im Horde-Modus absolvieren, um sich ein wenig drum zu kümmern. Aber wir gehen mal wieder hier raus aus dem Horde-Modus. Wir haben jetzt einfach gesehen, aha, es funktioniert. Freundesherausforderung, ja, keine Ahnung, ich kann mir nicht vorstellen, dass keiner meiner Freunde einen Highscore hat, aber egal, dann ist es halt so, ist auf alle Fälle gesperrt. So, jetzt also zurück und jetzt gehen wir wirklich zur Quest hin. Hier kommt ein neuer Herausforderer. Ihr seht, Stufe 36 sollte man dafür haben. Ihr wisst ja, meistens könnt ihr das auch schon irgendwie so, na, bis zu 4 Level darunter machen, sage ich mal. Und na, hier, wie ihr seht, jetzt bin ich auch schon 39. Also wieder ab 36 holt ihr euch hier in den grünen Bergen die Quest ab. Wir werden jetzt natürlich die einzelnen Questschritte nicht gemeinsam gehen. Gladiatoren, können die sich nicht selbst verteidigen? Sie haben geschlafen. Egidio hier sollte Wache stehen. Zwei meiner besten Gladiatoren, Jose und Vamukota. Wir waren auf dem Weg zur Arena und gerieten in einen Hinterhalt. Ich konnte entkommen. Erbärmlicher Feigling! Ich hole dir deine Gladiatoren zurück. Aber lass diesen armen Mann in Ruhe. Wenn du meine Männer findest, bring sie direkt zur Arena von Kyrene. So, da haben wir also unsere Aufgabe bekommen. Hier kommt ein neuer Herausforderer. Ich werde jetzt ja alle Zwischenaufgaben überspringen. Ganz einfach, diese Quests in Assassin's Creed sind ja nicht so schwer. Wir sind jetzt schon dabei, ja, den fast letzten Schritt der Quest hier abzugeben. Sie werden nicht kommen. Vamukota ist verwundet und Jose hat sich zum freien Mann erklärt. Was? Jose gehört mir. Ich bestimme, ob er freikommt oder nicht. Er ist fort. Ich rate dir, andere Kämpfer zu finden. Ich habe eine Idee. Ich biete dir ein Geschäft an. Du kämpfst für mich. Und wenn du gewinnst, werde ich dich reich entlohnen. Ah, das und du entlässt Jose offiziell in die Freiheit. Mir gefällt dein Stil. Betritt die Arena und gewinne. Mach mich stolz. Vergiss nur nicht, ich arbeite nicht für dich. So haben wir dann jetzt auch unsere Aufgabe bekommen, dass wir den Horde-Modus machen sollen. Und zwar, wie ihr seht, müssen wir 5 Runden überleben. Ist nicht besonders schwer, wie gesagt, gerade wenn ihr die Gegner-Skalierung aushabt. Wenn ihr sie natürlich anhabt, dann habt ihr ein bisschen mehr Herausforderung, aber so viel ist es auch nicht. 5 Runden sind wirklich ganz easy zu bestehen. Ob die Belohnung jetzt wirklich, na, so grandios ist, lassen wir mal dahingestellt. So, wir beginnen mit der ersten Welle. Kommen auch nicht allzu viele Gegner. Erste Welle ist wirklich ganz, ganz easy peasy. Wie gesagt, hier sowieso ohne Gegnerskalierung das geringste Problem. Hauen wir mal ein paar Jungs um. Da,
So, das war's schon. Ihr seht, Welle 1 von 5 beendet. Ich werde jetzt wieder einen kleinen Schnitt machen, bisschen nach vorne, damit wir dann hier relativ schnell durch sind. Hier sind wir auch schon bei Welle 5 angelangt. Wie ihr seht, bekommen wir jetzt hier auch schon mit wilden Tieren zu tun. Da hinten, das ist auch dem sein Problem. Der letzte Mann hier von Welle 5. Last Man Standing. Jetzt ist Last Man Lying, also jetzt liegt auf Erde, Welle 5 beendet. So, jetzt wollen wir mal kurz hier noch, auch mal wieder noch ein kleines bisschen vorspulen. Hier noch, was war es, ein Löwe, Gepard, weiß ich nicht. Wir haben es beendet. So, ich habe wie immer keine Freunde mit dem Highscore irgendwie. Ihr seht, ich habe ein bisschen geschnitten, bis Welle 12 habe ich hier gespielt gehabt. Und dann können wir uns draußen auch die Belohnung abholen, die großartige Belohnung, wollen wir nicht vergessen, die großartige Belohnung. Ich sag mal, der Horde-Modus ist nett, aber es hätte viel, viel mehr reingehört. Man hätte viel, viel mehr machen können, definitiv. Und ich hoffe, dass Ubisoft da vielleicht auch noch nachbessert. Zum Beispiel, dass man die Ausrüstung innerhalb der Arena wechseln kann. Na, hören wir hier nochmal ganz kurz zu erstmal. Bitte, du musst Kosei helfen. Vamukota kam und erzählte, was er getan hat. Meister Thanasis hat römische Soldaten bezahlt, um Kosei zurückzuholen. Ah, diese Ratte. Egidio, such dir einen neuen Meister. Neck, ich hoffe, ich komme nicht zu spät. So, ein weiterer Schritt kommt jetzt auch noch. Da wollen wir auch mal ganz fix Schnellreise rüber machen. Ja, ich werde es hier wieder schneiden. Da wartet dann auch noch mal ein kleiner Kampf auf euch. Und wenn wir den Kampf abgeschlossen haben, haben wir auch die Quest abgeschlossen. Hier kommt ein neuer Herausforderer. 3000 EP gehören uns. Und ja, es gibt halt letztendlich wieder irgendeine random Belohnung. Ich habe hier halt diesen Bogenstufe 39 erhalten. Hades. Ja, das war die Einführung zum Horde-Modus, wie Ubisoft die sich vorgestellt hat. Ich persönlich muss sagen, mir fehlt sehr, sehr viel im Horde-Modus. Die Belohnungen sind praktisch nicht vorhanden, außer ein bisschen Geld und EP kommt dabei nicht viel rum. Ich würde wahnsinnig gerne extra für die Arena umskillen für den Horde-Modus, würde gerne andere Skills nutzen können, als ich halt sowieso im normalen Spiel habe, also oder halt generell die Möglichkeit, seine Skillpunkte neu zu verteilen, wäre in der Arena wahnsinnig von Vorteil. Und dann halt auch, wenn ich dann anderes Equipment nutzen möchte, anderes Equipment testen möchte, dann muss ich extra erst die Arena verlassen, packe dann meine neuen Waffen rein oder meine anderen Waffen und kann dann wieder die Arena betreten. Das müsste auch vorne in diesem kleinen Screen gehen. Und ansonsten vor allem größere Belohnungen müssen her, dass es halt wirklich auch Sinn und Spaß macht. Meinetwegen wirklich mal richtig viel Asche. Wenn es mehr nicht ist, dann halt wenigstens Geld oder so, das wäre nett. Oder halt alle 5 Level halt wirklich irgendwas Besonderes. Oder man kriegt einen Lebensbalken dazu. Oder man kann auch vor allem gleich direkt einsteigen bei Welle 10 und braucht sich nicht erst noch durch die ersten 10 gelangweilten Wellen durchzukloppen, um dann zu sehen, wie weit man kommt. Also da kann Ubisoft in meinen Augen noch ganz, ganz viel hinten dranhängen. Was habt ihr denn für Ideen für den Horde-Modus? Schreibt mir das mal bitte unten rein in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Was denkt ihr denn? Was sollte Ubisoft einbauen? Und vielleicht kommt ja auch hoffentlich irgendetwas mehr als das, was wir bisher erhalten haben. Wäre jemand sehr zu wünschen. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich sage bis dahin, so long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.